Hi Leute und willkommen zur Top-Neuheit des Jahres 2020. Ja, ich habe sie hier, die Nico-Raketen im Pappbeutel, also im Pappkarton. Ja, wirklich richtig geil hier, die Aeros von Nico. Ja, wirklich ein riesengroßes Ding hier, ihr seht es. Riesengroßes Sortiment. Hier steht auch drauf, Plastik reduziert. Die Raketen sind zum einen hier wirklich schön in der Pappschachtel. Riesengroßes Ding und die Raketen haben auch noch Pappspitzen. Das schauen wir uns auch noch mal gleich an. Ja, 9 große Cracklink und Color-Raketen mit extra großen Bouquets. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Wir gucken jetzt einfach mal direkt rein, wie Raketen so aussehen. Ah ja, wie geil. Also hier sieht man es. Ich hole mal einfach hier eine raus, symbolisch. Man sieht wirklich, die haben wirklich gut Plaster eingespart. Wir haben nämlich hier oben jetzt die Tatsache eine Pappspitze. Sieht man wirklich sehr gut. Aus reiner Pappe. Sieht aber genauso aus. Die Rakete an sich auch hier auch aus Pappe natürlich. Die NEM der Rakete beträgt, das würde mich nochmal ganz kurz interessieren, ja, 19 Gramm, also auch fast die maximale Füllung. Die sind auch deutlich leichter geworden. Und man hat Tatsache auch auf diese Plasteanzündkappe verschüttet. Also diese Sicherheitskappe ist jetzt auch weg. Anscheinend geht das. Die Zündschnur sieht auch sehr interessant aus. Ja. Und ob hier drin noch ein Plastetreiber ist, ich gehe mal davon aus. Aber wirklich, ja, die machen wirklich einen sehr guten Eindruck. Wenn die jetzt vom Effekt auch noch überzeugen, bin ich wirklich sehr zufrieden. Preislich kosten diese neuen Raketen allerdings knapp 15 Euro, sind etwas teurer. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Hier wäre die Red und Blue Variante. Also viel Spaß beim Test der neuen Raketen mit einer Pappspitze. Ja, ihr habt es ja schon in der Vorstellung gesehen, das sind diese neuen geilen Pappspitzenraketen. Ja, das sind diese Pappspitzenraketen. Wir haben hier eine große und eine kleine Variante. Das ist einmal die große und dann haben wir unten nochmal die kleine. Wir machen hier jetzt mal einmal die große und einmal die kleine. Haben wir die Bursting Flash und die Olymp Red Blue. Kennt man ja auch schon so von Nico, früher eben mit Pappe. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob der Effekt weiterhin gut ist. Ja, aber so auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Die hat gezogen. Das war schon die kleine Rakete, also wirklich, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, obwohl natürlich der Unterschied des Kopfes überhaupt keinen Unterschied macht. Das stimmt, aber... Der Größenunterschied meine ich. Also die Nico-Raketen sind weiterhin hier sehr gut, also wirklich sehr kraftvoll. Ich bin auf der Große jetzt auch mal gespannt. Definitiv. Also die Nico-Raketen sind weiterhin top. Gute Zerleger, schöne Effekte und mit der Pappspitze und diesem Ersparnis der Plastikkappen geht noch in die richtige Richtung. Also eine klare Kaufempfehlung zu diesem Aeros-Raketensortiment von Nico. Ein riesengroßes Ding. Also ja, das war's mit dem Test von diesen schönen Raketen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.